So, hallo Freunde, jetzt schauen wir uns mal die Manka E14 im Dunkeln an. Hier sehen wir jetzt mal Stufe 1, Cut bei 15. So, hallo Freunde, hier schauen wir uns mal die Manka E14 im Dunkeln an. Ich habe sie schon mal angeschalten in schwacher Stufe. Hier haben wir mal mittlere Stufe, dann haben wir die hohe Stufe und wir haben Turbo. Ja, man sieht also, die vier LEDs arbeiten recht gut zusammen und machen eine schöne, große, gleichmäßige, warm, ne, ja, neutral, leicht warm-weiße Ausleuchtung und sind also im Großen und Ganzen ein sehr angenehmes Lichtbild. Schwach, mittel, High Turbo. Ja, aber da das Ding ja ganz ordentlich Power hat, würde ich sagen, schauen wir uns das Teil noch wie gewohnt auf unserer 25 Meter entfernten Testwand an und schauen, was dieser kleine Kraftzwerg auf die Entfernung leisten kann. Jetzt schauen wir uns die Lampe noch hier draußen im Dunkeln auf unsere 25 Meter Testwand an. Ich schalte sie mal an, im schwachen Modus kann man noch nicht viel erkennen, da unten rechts auf der vorgelagerten Hauswand, da sieht man ein bisschen was. Ist halt kein Reichweite-Monster, sondern schon ein wenig mehr so auf gleichmäßige, großflächige Ausleuchtung. Aber gehen wir mal auf die nächste Stufe hoch. Ja, da wird es schon heller da drüben. Der Autofokus kann auch gleich was fokussieren. Und noch Stufe Nummer 3. Ja, sehr schön und ganz hell. Schöne gleichmäßige Ausleuchtung und ich muss sagen, in echt ein sehr angenehm neutrales, schon leicht ins warmweiß kann man noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nichts, keiner der sonst als üblichen bläulichen, kaltweißen Anteile im Licht und wir haben wirklich schöne gleichmäßige Ausleuchtung. Hier ist natürlich nichts mit bis an die Waldgrenze, ne? Es ist einfach kein Kopf, der auf Reichweite ausgelegt ist, sondern ja, ein gutes Mittelding, ne? Ich meine, das sind 25 Meter, da kannst du auch noch 50 Meter mal ausleuchten auf der stockdunklen Wiese. Aber halt schön auch in die Breite. Ah, jetzt hat man gesehen, die Lampe hat runtergezappt, um hier wahrscheinlich nicht zu heiß zu werden, obwohl ich sagen muss, der Kopf ist überhaupt nicht warm. Da zählt wahrscheinlich einfach die Zeit runter. So. Aber man kann dann wieder sofort hochschalten. Auf Stufe 4. Wahrscheinlich fängt da einfach ein Countdown von 60 Sekunden anzuzählen, dass dann die Lampe etwas runterzappt. Aber ich glaube, man kann sich hier schon mal ganz gut einen Eindruck verschaffen von der kleinen Manka E14. Und was jetzt halt noch interessant wird, ist hier das Verlängerungsrohr, um diesen kleinen Kraftzwerg mit den doch mir persönlich ganz gut gefallenen Nichia LEDs mit einem 18650er Akku auszustatten, damit man da mal ein bisschen auch längere Laufzeit zusammenkriegt. Und ich muss sagen, dass es einfach auch ein bisschen besser in der Hand liegt. Denn dieses Teil ist halt echt, wenn man mal den Kopf weglässt, so eine Zwei-Finger-Lampe, ne? Aber es ist wahrscheinlich wirklich interessant, das Teil nachher mit dem 18650er Akku zu besticken, ne? Aber schön mit dem Kupferkopf und den vier LEDs hier vorne. Coole Geschichte. Ja, dann sage ich schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Irgendwann geht es mit der Serie weiter, sobald ich den 18650er Tube erhalten habe. Dann werden wir hier nochmal zur Manka E14 reinzappen. Und bis dahin sage ich, danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Immer schön Taschenlampe mit geladenen Akkus bereithalten. Also Leute, ciao, macht's gut, euer Hilbini, bye bye.